Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 19. Mai. Ich grüße Sie an dieser Stelle und wir wollen ja, uns den Markt wieder betrachten. Und heute habe ich den Kiwi mitgebracht, der ja als Neuseeland-Dollar, US-Dollar sozusagen hier im Währungskontext zu betrachten ist und sich hier mal ein Stück weit als angeschlagen darstellt. Wir haben den US-Dollar unlängst wieder stark gesehen. Das führt natürlich Euro-US-Dollar und andere Pairs hier unter Druck, aber auch insbesondere den Kiwi hat es hier erwischt und wir hatten hier unlängst den Versuch, Ende April, Anfang Mai, hier diesen Abwärtstrend, die letzten Hochs hier signifikant zu überwinden. Im Vorfeld gab es dann auch hier schon den Ausbruch über 0,6840, hier bereits im März. Dann gab es so ein Stück weit Tauziehen über den April hinaus und hier Ende April dann eben ja der scheinbare Ausbruch, der sich hier jedoch dann Anfang Mai direkt umkehrte. Und jetzt sind wir auch direkt eben unter dem Level von 0,6840 und das ist definitiv die Marke, die man auf der Nordseite im Kopf haben sollte für den Fall, dass, wenn es einen Ausbruch darüber geht, wird der Bias wieder leicht bullisch. Unterhalb dessen, hier wohl bemerkt im Wochenchart-Intervall, ist es aber eher bärisch, schrägstrich kritisch zu sehen. Im Tagesschart ist die Situation die, dass wir hier 0,6840 hier in diesem Bereich haben. Hier oben haben wir praktisch einen Horizontalwiderstand. Die Zone selber kann man auch, wenn man diesen Horizontalwiderstand mal wegnimmt, eben hier als 0,6840 ein Stück weit breiter darstellen. Das hier jetzt auf jeden Fall das Widerstandsband, unterhalb dessen es eben hier kritisch bleibt für den Kiwi. Und wir haben hier seit der letzten Woche oder besser gesagt seit Anfang Mai hier so eine kleine Seitwärts, also Anfang Mai kam man hier direkt runter. Seither haben wir hier so eine Seitwärtskonsolidierung. Gestern gab es den Ausbruch nach unten, sehr, sehr dynamisch, auch mit Daily Close. Und jetzt sind wir eben dann hier an diesem Punkt angekommen. Ich habe es hier mit dieser grünen Horizontallinie dargestellt, wo es sich jetzt entscheidet, was der Kiwi macht. De facto, wenn wir hier das Tief vom 10. Mai bei 0,6716 unterschreiten sollten, dann denke ich mal, gibt es hier noch einen kleinen Schub, einen weiteren Schub nach unten. Das könnte im Idealfall dann so aussehen. Kleiner Rücklauf, eventuell Pullback, um dann hier diese Unterstützung bei 0,6560 anzulaufen. Das wäre sozusagen durchaus ein zu präferierender Fahrplan gegenwärtig. Und auf der Oberseite hingegen 0,6840, wie auf Wochenbasis schon angesprochen, da muss er erstmal rüber. Wenn er das schafft, dann hätte man hier sicherlich den Vorteil in Sachen weiter anziehender Preise auf seiner Seite, doch das ist augenblicklich nicht zu erwarten. Auch wenn, und das haben Sie vielleicht eingangs schon gesehen, die Saisonalität derzeit höchst bullisch daherkommt. Ja, also sehen wir hier sehr schön, dieser seit Mai oder jetzt hier mit dem Monatsmittelzeitpunkt hier dann eigentlich generell eine anziehende Saisonalität, die einerseits jetzt hier ein Pullback an diesem Unterstützungslevel begünstigen könnte. Das heißt, wenn wir hier nicht unter 0,6716 rausgehen, dann kann sich das hier, diese Range, durchaus auch noch ein Stück weiter vorziehen. Ja, also wenn der Markt jetzt hier nicht direkt abprallen sollte, sondern eben hier zum Beispiel hochgeht, dann können wir eben das erleben, was wir in der letzten Zeit erlebt haben. Und da muss man dann abwarten, ob der Ausbruch dann eben hier später erfolgt. Also machen wir das mal praktisch so. Für heute bleibt festzustellen, dass der Donnerstag der bullischste Wochentag während der letzten 52 Handelswochen ist. Hier der Donnerstag 62%, das ist schon ein signifikanter Wert. Im Gegensatz dazu der Freitag mit 42, natürlich wieder auf der Südseite das Ganze präferiert. Aber heute mit dem bislang hier positiven Rücklauf von diesem Unterstützungslevel. Wenn wir hier in den Kalender von heute schauen, dann sehen wir auch, dass es hier in der Nacht Daten aus Australien gab, die den Kiwi immer wieder ein Stück weit mit auch antreiben. Der Punkt ist eben auch der, dass Australien ja unlängst den Leitzins senkte, was sehr, sehr negativ für den Bias des Australdollars war. Neuseeland aber mit gleichen Ambitionen, denn auch hier liegt oder liegen auch möglicherweise weitere Zinssenkungen in der Luft. Und das ist also für eine Währung natürlich generell schlecht, gerade weil die USA ja unlängst gestern mit den FED-Protokollen ja durchaus wieder manifestiert hat, dass es weitere Zinsanhebungen im US-Dollar-Raum geben wird. Und das wird rein fundamental den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar belasten. Deswegen auch das präferierte Szenario weiter fallender Preise hier durchaus im Kontext dessen, auch wenn wir hier von der Saisonalität ein bullisches Bild haben. Das passt natürlich nicht ins Bild, aber der Chart, der Preisschart, der ist hier natürlich überzugewichten. Wenn das mit der Saisonalität passt, wie schon unlängst auch angesprochen, dann ist das schön. Dann hat man sozusagen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es wohl so sein wird. Aktuell, wie gesagt, beißt sich das, aber der Bias scheint hier eher negativ. Für heute jedoch kann man durchaus sagen, dass der Neuseeländer noch ein Stück weit Potenzial mit sich bringen dürfte.
Aktuell 43 Pips gelaufen, sehen Sie an der Kerzengröße. Gestern war es eine relativ große Kerze mit 78 Pips. Also das Währungspaar ist ohnehin nicht so volatil wie manche Yen-Pairs. Im Schnitt sind wir hier bei rund, ja, 70 Pips roundabout unterwegs. Aber das heißt eben, wir haben jetzt auch für heute noch circa 30 Pips, die es nach oben durchaus geben könnte, um dann hier, wenn es denn dazu kommt, dass wir dieses Level hier verteidigen, und danach sieht es aktuell aus, dass wir hier sozusagen ein Stück weit Ping-Pong feiern. Achten Sie aber auf 0,6716. Unterhalb dessen, denke ich, ist der Bärenzug dann aktiviert, und dann dürfte es auch relativ schnell weiter gen Süden gehen. Das, meine lieben Zuschauer, wäre die Einschätzung zum Kiwi gewesen. Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg beim heutigen Handel. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen auf jeden Fall wieder, 9:30 Uhr. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.